Ja, hallo erstmal wieder. Der Olaf hier. Ja, nach langer Zeit habe ich es endlich mal wieder geschafft, in den Wald zu kommen. Zurzeit ist relativ viel los bei uns. Die ganze Firma zieht gerade irgendwie um und. Aber jetzt war es irgendwie mal dringend Zeit. Ich habe heute einen neuen Rucksack dabei. Den habe ich von dem Kai Sackmann in den Videos entdeckt. Das ist ein wasserdichter Rucksack von der Firma Aquapack. Und da ich im Sommer auch nach Florida wollte und auch da auch Bootstouren anstehen und Kanutouren und ja, auch von der ganzen Optik her hat mir das Ding einfach so gut gefallen, dass ich es mir bestellt habe. Ist heute angekommen. Ich habe einfach mal ein paar Dinge reingetan, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der sich trägt. Das ist nicht allzu viel. Der hat 25 Liter. Wie gesagt, hätte ich jetzt noch einiges reingepasst. Ja, und den zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen im Detail. Aber bei YouTube hatte ich da nicht so viel zu gefunden. Es gibt vom Hersteller ein Video, aber das zeigt auch nicht alle Details. Ja, und ich laufe jetzt noch ein bisschen und wenn ich eine schöne Stelle gefunden habe, dann zeige ich euch mal, was das Ding kann. Da kommt doch tatsächlich mal die Sonne ein bisschen raus. In letzter Zeit hat man konnte man nur anhand des Kalenders sehen, dass wir irgendwie Juni haben und nicht anhand des Wetters. Ja, hier ist gerade schönes Licht. Gut, dann bin ich den mal ab. Kann man auch gleich schon mal sehen. Hier vorne hat man auch einen Brustgurt. Gibt auch einen passenden Bauchgurt dazu. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, das gute Stück ist von der Firma Aquapack. Kann man darunter auch im Internet finden und ist wie gesagt vollständig wasserdicht, kann man also auch mit dem Feuerwehr-Löschschlauch gegenspritzen, soll der angeblich alles aushalten. Gut, erstmal zu den äußeren Sachen. Hier vorne kann man so ist ein Karabiner dran, da kann man halt Sachen einhängen. Ich habe an der Seite große Meshtaschen, also auch eine große Flasche reinpasst. In dem Fall hier ist eine 1 Liter Sickflasche. Ich habe eine relativ gute Trägersysteme, die sollen auch schnell trocknen sein, falls man damit wirklich mal irgendwo in den Guss kommt. Ich kann den Brustgurt hier in der Höhe verstellen. Die Gurte sind hier auch sehr lang, also ich kann wirklich auch größere Leute sollten eine Möglichkeit finden, den für sich bequem einzustellen. Zusätzlich habe ich auch noch einen Bauchgurt. Das war jetzt ein bisschen irritierend für mich beim ersten Mal. Der Verschluss ist nämlich nicht vorne, sondern ich habe hinten zweimal einen Karabiner. Das ist beim Anlegen ein bisschen fummelig, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber macht nichts. Gut, wo der gerade so liegt, ein sehr nettes Feature. Und zwar in dieser Rückentasche, per Klett verschlossen. Da ist noch was drin. Und zwar, ja, dieses Ding. Das dient zum einen der Versteifung, ist aber auch komplett feuchtigkeitsgeschützt und kann eben super auch einfach als Sitzkissen benutzt werden. Falls man mal keins dabei hat, ziehe ich das einfach raus und habe ein prima Sitzkissen. Ist auch relativ stabil und dürfte auch gegen Kälte ein wenig schützen. Ja, und dieses Fach könnte man theoretisch auch noch in Wasserbehältnisse unterbringen. Eine Trinkblase, da fiel der Begriff gerade nicht ein. Ja, einfach wieder reinstecken und zu das Ganze. So, kommen wir jetzt noch mal zum Innenleben.
Das ist eben dieser berühmte Rollverschluss, den man ja ganz oft bei dieser Art von wasserdichten Behältnissen hat. Normalerweise sind das ja eben auch nur so Packtaschen. Das ist einer der wenigen, die ich eben gefunden habe. Und was ich eben toll finde, dass man die eben gleichzeitig als Rucksack benutzen kann und dadurch eben auch bequem transportieren kann. Ja, einfach öffnen, auseinanderrollen. Und schon gibt sich der Innenraum frei. Wie gesagt, 25 Liter. Da passt eigentlich eine ganze Menge rein. Und das Schöne ist, das ganze Fach ist nochmal in sich geteilt. Das heißt, was man im ersten Moment nicht sieht, ich habe hier nochmal ein Fach. Ich hole das mal einmal raus. Da kann ich hier vorne Dokumente drin verpacken. Hat nochmal einen extra Klettverschluss. Auch nochmal gerollt. Das heißt, ganz wichtige Papiere kann ich hier vorne reinstecken. Ich habe hier nochmal eine Öse, wo ich vielleicht mal einen Schlüssel dran machen kann. Und wenn ich das jetzt öffne, brauchen wir beide Hände, dann ist hier nochmal ein zweiter Sack drin. Machen wir von hier, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Was soll dieser zweite Sack nun? Da kann man prima nasse Badesachen oder ähnliches reintun. Das heißt, um innerhalb des Rucksacks zum Beispiel nasse von trockenen Sachen zu trennen. Finde ich eine super Idee. Braucht man nicht extra eine Plastiktüte da drin oder ähnliches. Sehr gut gemacht. Habe auch nichts Vergleichbares gefunden. Ja, mit einem Handgriff ist das Ganze wieder verstaut. Und im Prinzip einfach zusammenklappen. Eine Hand jetzt ein bisschen schwierig, hätte vielleicht doch ein Stativ mitnehmen sollen. Man rollt das einfach zusammen und wie das dann gleich richtig aussieht. Wie gesagt, einfach einrollen und oben einfach verschließen und schon ist das Ganze wieder verschlossen. Das geht recht schnell. Wie gesagt, man hat einen sehr großen Eingriff in das Ganze. Muss also auch nicht ewig lange suchen, um an die Sachen ranzukommen. Wie gesagt, das Tragegestell ist definitiv von wirklich guter Qualität. Da kann man eine ganze Zeit lang mit unterwegs sein, ohne dass das irgendwie unangenehm ist. Wenn nichts drin ist, kann man ihn quasi fast flach zusammenrollen und der nimmt da auch eigentlich so gut wie gar keinen Platz weg. Super leicht das Ganze, ist eben auch für Leute gedacht, die vielleicht mit ganz, ganz wenig Gepäck wandern wollen, so ultra leicht wandern. Aber ich habe es halt eben mehr gedacht für Bootstouren oder ähnliches. Oder ja, wenn es einfach mal regnet, dann brauche ich eben keine Regenschutzhülle drüber ziehen, sondern da drin bleibt alles trocken. Finde ich eine super Sache. Ist auch so groß, dass man es in das Flugzeug nehmen kann, als Bordgepäck. Preis, ja, 72 Euro. Das ist jetzt nicht ganz günstig. Aber ich habe auch, wie gesagt, nichts Vergleichbares anderes gefunden. Und von daher denke ich auch, dass ich da viel Freude mit haben werde. Ja, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. War vielleicht ja mal ganz interessant. Und ja, falls ihr da noch Fragen zu habt oder so, dann könnt ihr mir die auch gerne stellen. Oder falls ihr noch mal irgendein Detail wissen wollt. Gut, ich gehe noch ein bisschen laufen und ansonsten bis bald im Wald.